Ey, Und Leonidas? jetzt, was? Der zweite Part, was ist? Was? Ja, ich hätte noch eine Idee, da wird es vielleicht noch lustiger. Also, nächste Part, also nächste Gruppe von Parts, könnte vielleicht noch Beats and Voices dabei kommen. Also, dann wären wir ja zu dritt und das wäre dann bestimmt lustig. Das weiß ich noch nicht, ob ich das machen werde, weil ich weiß nicht, wo wir hier jetzt enden werden. Und je nachdem, wo wir enden, werde ich entweder alleine weitermachen oder mit. Aha, interessant. Und der Österreicher hat auch Flugzeuge gebaut. Zwei taktische Bomber. Oh, Interessant. schön. Die verlegen wir erstmal schön nach Kassel. Die kann man immer gut gebrauchen. Taktische Zerstörung, hahaha. So, was haben wir noch? Maschinenwerkzeuge wären gleich besser. Ja, unsere Industrie ist jetzt noch schön größer geworden, aber wir müssen einen Großteil nach Modernisierung erstmal schicken. Das ist erstmal wichtig. Wie viel IK hat eigentlich Polen? Frage ich mich gerade mal so. 38. Ist doch schon ordentlich für so ein kleines Land, sag ich jetzt mal klein, mehr oder weniger. Zu dieser Zeit ist es eigentlich recht groß. Ja, weil ich Eigentlich komisch finde. viel zu groß. Viel zu groß. Muss man mal schön auf die Rechte stutzen. Jetzt nichts gegen Polen, aber mal ganz ehrlich. Also, wie sagt man immer, gerade gestohlen schon in Polen? Hahaha. Ha, ha. Eigentlich will jetzt nicht rassistisch sein, aber Ich hab heute noch eine schöne PN bekommen. Da hat alle sich, Polen. nein, von einem Briten, der sich also mit ein bisschen Humor es witzig findet, wie ich sein Land quasi als Inselaffen so ein bisschen bezeichne. Also ich finde es ja, also sagen wir so, es ist ja nicht böse gemeint von mir, aber ich finde es auch gut, dass ihr dann auch ein bisschen Humor habt und dass ihr mich auch ein bisschen versteht. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr uns dann als Crows bezeichnen würdet oder so. Also 17 Divisionen ist ja schon scheiße, wenn man die einfach mal so im Hand und Nu verliert, ne? Oder wie viele waren 16? Wo, wie, was? Beim Kanal unten, beim Japan LP. Haben dir doch die Inselaffen Ach, doch daher, so, 16. ja. Ich glaube, es waren 16, ich weiß selber nicht mehr, wie viele das waren. Viel zu viel auf jeden Fall. Das darf man gar nicht zulassen. Ja, was sollte ich machen? Alle exekutieren lassen. Hahaha, Nee. nein. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe auch nichts dagegen, falls du auch ein bisschen, also uns halt auch ein bisschen als Quads bezeichnet, habe ich auch nichts dagegen. Es sei denn, Als das ist jetzt was? als Quads. Aha. Es sei, Krauts. ja, hat man ja auch genannt, also die Amis zumindest. Es sei denn, das ist jetzt wirklich zu fanatisch, aber vorläufig habe ich eigentlich nichts dagegen. Ich nehme es auch ein bisschen mit Humor und finde es auch gut, dass ihr es auch erstmal so genau hingenommen habt. Und wenn Erstmal euch die Frage, woher wussten irgendwas du zuerst? stört bei mir, also an sich irgendwas, was ich hier sage, dann sagt es bitte. Woher wussten die Amis eigentlich, dass wir Sauerkraut essen? Das ist weltweit bekannt. Ja, leider. Nein. So, dann formieren wir noch ein paar mehr Leute, am besten die gesamte Gruppe. Die Österreicher haben ziemlich interessante Panzerwagen. Fast jede Brigade, fast jede, ich glaube jede Infanteriedivision fast von ihnen hatte Panzerwagen. Oh, ist ja cool. Ist interessant, ist das. Hast du keine bei deiner Infanterie? Nö. Ich Komisch. habe teils mit Artillerie gemacht. Panzerwagen ist so eine Sache für sich. Ja. So, das Hauptquartier tun wir umbenennen, aber wie nenne ich denn das? Hauptquartier, wo bist du gerade nochmal? Ich nenne es einfach mal Heeresgruppe Österreich. Ist ja eigentlich schon gut, wenn das jetzt in Österreich, Schweiz oder wo auch immer sein wird, Ja, die dann würde werden ich das dann, so irgendwo dann. in der Richtung, irgendwo in Österreich werden die sein. Ja, also wenn du in irgendeinem Land, würde ich dann immer Österreich 1, 2, 3 oder West, Ost, Süd oder sowas nennen. Also da würde ich auch gut mit auskommen. Wenn mir dann jemand sagt, guck mal in Hauptquartier Österreich Süd, dann weiß ich ja direkt, wo das ist, sag ich jetzt mal. Also groß ist ja Österreich nicht, dass ich noch Österreich Süd Naja, einfügen nicht würde. in. Oder Russland Süd oder sowas. Ist ja. Russland Süd ist eine andere Sache. Da habe ich andere Hauptquartiere vor. Was denn? Kleiner Spoiler. Ja, halt die historischen, ne? Südukraine, Nordukraine, Ah. Heeresgruppe, was weiß ich, Weißrussland. Ja. Halt so wie sie halt historisch waren. Und ich werde die Hauptquartiere immer wieder umbenennen.
Je nachdem, wo sie halt gerade zur Zeit stehen. Ja, jetzt nochmal zu einer Sache, die ich letztes Mal auch ansprechen wollte. Also bei Finnland, Schweden, Norwegen da die Ecke, ne? Ja. Ja, welche von den drei Farben hat so eine gräuliche Farbe? Das ist Finnland. Ja, Finnland hat ja fast die gleiche Farbe wie Deutschland. Ist jetzt auch schon aufgefallen. Nein, da ist Finnland eher ein bisschen weißlicher. Weil das hat man beim Japan LP, da ist ja alles schwarz und da hat man das gar nicht richtig erkannt. Da habe ich immer gedacht, seit wann hat denn Deutschland Finnland oder ich, was das auch war, erobert. Wann beginnt eigentlich der finnische Winterkrieg nochmal? Boah, wann war der nochmal? Ich glaube, das war. Nee, nicht Oktober, das war November 39. Ach, das dauert ja noch was. Das dauert, da ist Polen schon vorbei. Ja, lange. Na, lange nicht. Was schätzt du, wie lange du für den Polenfeldzug brauchst? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie stark meine Panzerverbände zu dem Zeitpunkt sein werden. Wie gesagt, mein Rekord war es in 2 Wochen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Russland in einem Monat. Ja, das war sehr komisch. Ich schätze einfach mal so, ich werde es noch während des Monats September hinbekommen. Ach so, also wird das auch schon recht zügig gehen. Ja, also historisch halt. Obwohl historisch war 6. Oktober, Polen endgültig platt. Wie gesagt, ich versuche es septembermäßig noch kaputt zu bekommen. Ansonsten, ich mache es immer so schnell wie möglich. Also Russland wird auch schon eine harte Nuss, ne? Mit Sicherheit. Aber dank meinen Events werde ich es ein kleines bisschen einfacher haben. Was hast denn so? Hast du irgendwie, Deutschland bekommt jetzt eine 10-Atom-Bombe und kann die alle auf Moskau Quatsch, werfen oder was? Quatsch. So fies bin ich ja nicht. Aber wie Man gesagt, weiß ja nie. ich sag noch nichts zu meinen Events. Ich will euch damit überraschen. Mir kannst du es ja offline sagen. Nicht mal das. Oh, du bist ja böse. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin Du ein bist ein böser ganz Deutscher. böser Bube. Aber vielleicht sollte man wieder mal ein bisschen etwas über die World News palabern, während hier noch nichts passiert. Ah, das ist ja gut. Dann bin ich ja höchst interessiert daran. Ja, fangen wir mal an, was so Schönes auf der Welt losgeht. Oder was heißt hier Schönes? Ein Haufen Ab geht's. Scheiße. Ja, Pakistan. Davon habe ich nur ein bisschen wenig gehört. Land Ich unter. auch. Fast gar nichts. Krieg. Na, Krieg nicht so, aber Land unter in Pakistan, wobei ich mich eigentlich immer noch so richtig frage, wie das eigentlich gehen soll. Also wie. Ich meine, Moment mal, ich muss kurz gucken, wo Pakistan ist. Ist ungefähr hier Bei so. Ägypten da so. Nee, Quatsch, Bei Pakistan. Nee, Iran. Quatsch, Pakistan ist hier. Bei Ja, wollte Indien. schon sagen. Hier. Also ich frage mich, wie da die Sturmflut so weit hochkommt oder habe ich irgendwas missverstanden? Ich bin nicht auf dem besten Stand da informiert. Von wem denn? Von den Amis? Von Wasser. Wo haben die denn die... Warte, du hast gerade gesagt, die Sturzkampfbomber. Wett? Ja, Ich was hast du gerade gesagt? rede von Pakistan, Land unter. Ja. Ja. Ja, Pakistan, Land unter. Da geht ja auch die Post ab. Ja, deswegen. Oder Themawechsel. auch witzig, Thema Griechenlandhilfe, hier unten. Oh ja, fies. Es hat sich jetzt der erste Staat etabliert, der Griechenland nicht helfen will. Wer denn? Slowakei. Die sind doch auch in der EU. Die sind auch in der EU und deswegen wird es da einen Haufen Gespräche geben. Wobei ich die Nicht nur Slowaken das. aber auch ein bisschen verstehen kann, weil die Slowaken haben nichts. Ja, so zum, ja, man muss es von zwei Seiten sehen. Erste Seite sind in der EU, die müssten normalerweise helfen. Zweite Sache, sie sind nicht die reichsten wie wir, sag ich jetzt mal. Wir leben ja nicht in den ärmsten Ländern der Welt, sag ich jetzt So mal. gesehen sind wir Und eigentlich der fortschrittlichste Staat der EU, weil unsere Industrie erholt sich am besten von der Wirtschaftskrise. Ja, Die also. französische hängt hinterher, die britische hängt was hinterher, die Die Italiener hängen russische. hinterher. Ja, Russen, da weiß man nie so richtig, das wollen sie nicht richtig rausgeben, ob die wirklich schlimm dran waren oder nicht. Sind die ja nicht in der EU? Nein. Ja, wollte schon sagen. So, ein Weil ein Armee Teil ist von fertig. Russland ist ja in Europa. Weißrussland? Ich kenne mich da nicht so. Ich bin Weißrussland nicht der ist unabhängig. Politikfan. Ja, oh. Aber das ist Russland, sag ich jetzt mal. So, wir stellen mal Heeresgruppe Nord auf. Wer soll ein Oberbefehlshaber werden? Wilhelm Keitel.
Wir nehmen Blaskowitz. Ist das ein Pole? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube in Preußen geboren. Und Weil der war. hat so einen komischen Namen. Ja, habe ich auch mal ein bisschen überlegt. Deswegen, es ist schon ein bisschen interessant, mal solche. Wahrscheinlich in Ostpreußen, ne? Habe ich ja gesagt, irgendwo in Ostpreußen ist er geboren. Du hast Preußen gesagt. Ja, Preußen ist Ostpreußen oder Westpreußen. Und zu dem Zeitpunkt hatten die Deutschen noch Ostpreußen gehabt. Außer. Der war auch historisch Oberbefehlshaber der 14. Armee. Die war in Schlesien stationiert. Ja, Ja. und war der einzige Oberbefehlshaber Ost. Nämlich Wie als. viele Divisionen sind eigentlich eine Armee? Unterschiedlich. Je Ja. nachdem, ist es eine große oder eine kleine Armee. Eine große. Und eine kleine, sag mal so, ungefähr so. Also ich schätze eine Armee immer mit über 15 Divisionen ein. Boah. Aber bei hier bei Hearts of Iron ist das nicht so, ne? Da stehen dann 10 Divisionen, 2 Armeen oder sowas. Na, das sind schon eher Korps. Ach so. Gibt's da eigentlich auch Company oder sowas? Kann man doch Company befehligen? Oder Nee, nee, sowas nicht. Das ist schon zu klein. Da muss man schon eher Hearts of Iron 3 spielen für. geht das da? Ach ja, frag doch mal die Zuschauer, ob du das vielleicht machen könntest. Also, ob die dafür wären, ob du das auch machen würdest, nachdem du sämtliche Projekte abgeschlossen hättest für ein neues Riesenprojekt. Neues Riesenprojekt. Ja, nachdem du Blitzkrieg, Company of Heroes und ja, vielleicht musst du jetzt nicht Mass Effect beenden, aber so, ja, als zweites dann. Frag doch mal die Zuschauer, ob die das gern hätten. Ich lasse mich da erst in ganz in aller Ruhe erstmal meine LPs beenden, mache dann meine Pläne weiter und ja, Weil es ist ich ja. mache erstmal meine Pläne, weil ich habe einiges Interessantes vor. Was denn? Ja, das ist viel zu früh, um es jetzt erst schon zu verraten. Ist das was aus deiner kommenden Projektenliste? Das weiß ich noch nicht. Das sage ich nicht. Das will ich nicht. So, Bei jetzt uns haben wir hier, wo mein Vater gerade die. wohnt, also wo ich jetzt gerade bin, ist heute Abend eine Beachparty und die, boah, Hilfe, ich kann dann nachher um 1, 2 Uhr gar nicht einschlafen, weil wenn ich dann pennen gehe. Toll. So, wir haben die Herzen von Toll. Nord nach Ostpreußen geschickt und wir haben Panzerverbände bekommen. Wie 2C, viele? 3 Stück. Und jetzt Oh, suchen wir schön. den. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? General Guderian. Da ist er. Juhu. Ab nach Stettin hier. Ach ja, nochmal über die World News. Bei dem Love Parade-Unfall, also bei der Tragödie, ne? Machte eine Sekunde, sind dann noch mehr ums Leben gekommen. Also ich weiß nur von 21. Ja, eine Sekunde, mein Vater ruft mich gerade. Seht, der Heeresgruppe Nord ist jetzt in Königsberg. Damit habe ich eigentlich die volle Armeestärke hier. Und jetzt hier zu der Grenze zu Polen, hier bei, ja, Pommern und Schlesien werde ich eigentlich nur Panzer hinschicken. Aber wir müssen eh gleich einen Part beenden. Seht ihr, ich habe auch die Vereinigten Staaten von Amerika, falls ich das noch nicht erwähnt habe, haben sollte. Und hier cutte ich mal ganz kurz.